Freitag und das bedeutet, es gibt einen neuen Weekflash. Heute mal nicht mit Flo, sondern mit mir. Abwechslung tut immer gut. Ufa Mammut hat beim Deutschen Digital Award für das Monument der Freundschaft, was aus Jägermeisterflaschen gefertigt ist, Gold geholt. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und Prost! TaylorMade-Geschäftsführer Oliver Meyer zeigt dem Footballnaut, was er fußballtechnisch so alles drauf hat. Neukunde Intersport ist da sicher begeistert. Die Chromatics sorgen mit einer ganz besonderen Wand für Aufsehen in Hamburg und im Netz. Die Red Bull Flying Illusion Show findet heute und morgen in der Backyard Arena statt. Mit dabei Flying Steps. Einer der meistgelesenen Sputnik-Artikel kam diese Woche aus Stuttgart. Der Markencamp BV hat ein ergänzendes und praxisnahes Angebot für alle Markenmacher Deutschlands ins Leben gerufen. Sputnika sprach mit Vorstand Norbert S. Gierlich über die Initiative selbst und das bevorstehende Event. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Grafiker, einem Zeichner und einem Illustrator? Das haben wir uns gefragt und uns mit Luisa Stenzel von Easy Clipper Erklärfilme unterhalten. In Was machst du da eigentlich? Haben wir ihren Job mal genau unter die Lupe genommen. Schaut übrigens auch mal auf unserer Jobbörse vorbei, da sind viele neue Jobs drin, unter anderem auch einer hier bei Sputnika in der Social Media Redaktion. So. Neben mir. Und jetzt zum spannendsten Part, den Hashtags der Woche. Die Hashtags der Woche sind: Wo ist die Sonne hin? Uniluft schnuppern. Und was war der letzte? Kurze Woche. Das war's mit dem Weekflash diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Ansehen. Alle Infos und Links findet ihr in der Beschreibung bzw. in der Infobox. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Nächste Woche, nämlich. Bye.